Hallo und herzlich willkommen zurück zum Euro Truck Simulator 2, Folge 2. Wollen wir mal schauen, wo es uns heute hin verschlägt? Das hört sich an wie die Ärzte. Nein, nicht nochmal erstmal zurück. Fahren wir mal nach zu der Holländer. Vielleicht liegt es daran, dass ich zu oft allein war, als ich klein war. Oder dass mein Vater gemein war. Nein, das soll keine Okay, die Ladung haben wir dran. Ich wüsste nur selber gern, woran es eigentlich liegt, dass ich auf Wolken gehe. Wenn ich dich sehe, mein Kopf ist JWD und es tut mir weh, dass du nicht weißt, wie es in mir aussieht. Ich lege dir mein Herz zu Füßen. Was soll ich noch damit? Bitte tritt es nicht. Das könnte aber erfahren Urlaub nur. Uppala! Einfach die Polizei gerammt. Entschuldigung, dass ihr das jetzt mit ansehen musstet. Ja, für Schäden und für Unfälle hafte ich selber. Das ist mehrfach in Urlaub. Auch wenn ich die Geschwindigkeit überschreite, hafte ich dafür selber. Da ich ja momentan nur Angestellter bin. Über den Scania, da gibt es ja viele Geschichten. Eine sage ich mal schon so, man sagt über den Scania, es wäre der König der Straßen. Und das stimmt auch. Es ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, liebe Leute, dass viele Scania auf deutschen Straßen oder generell auf Europas Straßen sehr viel vertreten sind. Danach kommen die Mercedes, die MAN und die Renault. Die Iveco sind eigentlich das Schlusslicht. Habe ich nämlich privat schon mal so mitbekommen, dass jeder zweite LKW, an den ich vorbeifahre oder hinterherfahre, je nachdem, mit meinem Privatauto wohlgemerkt, ein Scania ist. Und bei Scania sagt man halt, es wäre der König der Straßen. Und irgendwie stimmt das auch. Kann ich auch nachvollziehen. Die werden oft gebaut, sind zwar schwedische, ist zwar Schwedenstall. Und sie sehen gut aus. Zum Beispiel den, in den ich gerade sitze, das ist der neue Scania. Es hat bei mir privat nie zu einem LKW-Führerschein gereicht.
aber man hat ja nur ein Leben. Im nächsten Leben vielleicht dann. Lässt er mich fahren? Lässt er mich fahren? Danke. Gut, die gehen auch noch. Oh, ich bin doch schon wieder zu schnell. Tempomaten, da muss ich immer mal ein bisschen gucken. Wie gesagt, wenn euch diese Let's Plays gefallen, ich weiß, manchen gefällt es, manchen gefällt es nicht. Denen es gefällt, die können gerne ein Like und einen Kommentar da lassen und auch ein Abo. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Und ich werde auch, so gut es geht, auf diese Kommentare reagieren. Aber da ich ja persönlich selbst arbeite, nehmt es mir nicht krumm, wenn ich da nicht gleich, wenn ihr was schreibt, gleich sofort antworten kann. Nickelback, wow. Da ich ja diese Let's Plays eigentlich auch nur hobbymäßig momentan noch mache. Deswegen, ich habe auch noch ein anderes Leben. Flixbus, auch 80, bitteschön. Die 80 gelten auch für Busse. Richtig zumindest. Also so genau kenne ich die Regel nicht, aber für LKW geht halt 80. Stunde, anderthalb ist immer noch unterwegs. Spielzeit wohlgemerkt. In Realität ist es viel kürzer. Also ist es nicht echt Zeit. Oh, der DHL. Na Kollegen, was ist denn mit euch los hier vorne? Wenn ich euch überholen will, fahrt ihr wieder schneller, ne? Huch. Ich glaube, wir sind in Holland. Wenn man rechts guckt. Sehr viel Windmühlen. Rotterdam. Das ist der Hafen in den Niederlanden.
Aerosmith. Crazy. Wenn ich richtig liege. Ja, ich bin einer, der ein bisschen die Rockmusik mag. Deswegen werden in diesem Let's Play mehr so Rocktitel vertreten sein. Ich habe ja in der letzten Folge im Menü mal die Radiosender so eingestellt für mich. Crying irgendwie. Bei manchen Titeln, da muss ich auch erst überlegen. Wir kommen der Sache näher, liebe Freunde. Erster Aufenthalt in Amsterdam. Da vorne ein Crafter. Jetzt kriege ich ein bisschen was abgezogen, weil ich ein bisschen Schaden gemacht habe. Okay, eine Torwurz noch, eine kleine.
Okay. Aber alkoholfreies Bier, bitteschön. Das ist doch Leberverarsch, Leute. Mal sehen, ob wir jetzt Artipost die Polizei mitnehmen. Wie gerade eben. Wir sitzen in einem Mercedes. Ich dränge mich mehr vor.
Ich weiß nicht, was das für ein Musiktitel ist. Tut mir leid. Ist aber schade, dass man von da nichts mehr hört. Machen wir noch fertig. Ich hätte ja gesagt, je weiter wir in diesem Let's Play fortschreiten, umso länger werden die Touren. Momentan geht es noch mit 2 Touren. Aber es wird der Tag kommen, wo ich nur eine Tour fahren kann. Weil dann die Let's Plays dann sonst zu lang werden. Die Folgen. In der Kurve die Spur gewechselt. Ah, Wicked for Heroes, David Bowie, rockerische Version.
Ja, das ist nicht Bowie. Aber Heroes von Bowie ist es. Jetzt war ich ganz im Gedanken. Das sind sie, die Mittelspurschleicher hier. Das könnte das Original sein. Das ist doch David Bowie. Oben links an der Ecke seht ihr immer ein kleines Pünktchen, wo das Spiel automatisch speichert. Darauf habe ich keinen Einfluss. Lass uns Helden sein für einen Tag. Erster Aufenthalt in Dortmund.
Okay, liebe Leute, das wäre auch geschafft. Okay, wir können neue Fertigkeit machen. Ah, ein bisschen ADR. Und wo es uns in der nächsten Folge hin verschlägt, seht ihr beim nächsten Mal. Macht's gut, danke fürs Zuschauen. Und falls es euch bis jetzt gefallen hat, Daumen hoch, liken, teilen, abonnieren. Vielen Dank. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.